Hallo und herzlich willkommen bei Crizzles Delicious. Heute gibt es ein Special, denn nächste Woche ist ja Valentinstag. Da habe ich mir eine süße Variante überlegt und eine herzhafte und beides ist super einfach in der Herstellung. Und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal direkt die Zutaten. Für den Grundpizzateig benötigen wir einen Teelöffel Zucker, einen halben Würfel Hefe, 220 Gramm Wasser, 30 Gramm natives Olivenöl, 400 Gramm Mehl Typ 405, da habe ich ein Weizenmehl verwendet und 1,5 Teelöffel Salz. Als erstes starten wir wie immer mit dem Zucker, dem Hefewürfel und dem Wasser und vermischen das im Thermomix. Wer jetzt keinen Thermomix hat, der erwärmt das Wasser auf ungefähr so lauwarm, dass ihr die Finger reinmachen könnt. Es sollte nicht wärmer sein als 37 Grad. Dann Zucker und Hefewürfel rein und das mit einem Rührbesen vermischen, dann gibt es den gleichen Effekt. Also, ich gebe als allererstes den Zucker hinein. Dann zerbrösel ich den Hefewürfel. Wer keinen frischen Hefe hat oder keinen frischen Hefewürfel, der kann jetzt einfach auch Trockenhefe verwenden. Da muss man dann halt immer nur gucken. Ich glaube, 2 Teelöffel Trockenhefe kommen da. Ist auch in Ordnung, wenn man das so austauscht. Ich rühre die immer ein, die Hefewürfel. Und so habe ich dann immer auf Vorrat. Dann das Wasser hinein. Und dann wird das Ganze für 4 Minuten 37 Grad Stufe 2 vermischt. So, 4 Minuten sind um. Das bedeutet, jetzt kommt einfach nur noch die restlichen Zutaten hinein. Als allererstes das Mehl. Dann kommt das Salz hinein. Dann machen wir den Deckel drauf. Und dann stelle ich einfach nur auf die Teigknetstufe und werde nach und nach von oben das Öl reingießen. Und wir lassen den Teig auf jeden Fall 5 Minuten kneten. So, der Teig ist jetzt fertig. Ich habe jetzt hier schon mal meine Arbeitsmatte zurechtgemacht. Jetzt fette ich das Ganze ein. Wenn ihr ein Backtrittspray habt, benutzt ihr das. Ansonsten nehmt ihr einfach ein bisschen Olivenöl und verteilt es mit den Händen. Dann holen wir den Teig heraus. Ihr seht, er hat sich vollständig vom Rand gelöst. Dann drehen wir hier oben wieder. Dann plumpst der Teig schon von ganz alleine raus. So, jetzt besprühe ich meine Hände auch noch mal ein bisschen. Und dann formen wir das Ganze zu einer schönen runden Kugel, wie immer. Ihr seht, der Teig ist richtig schön elastisch. So soll ja auch ein Pizzateig sein. Dann nehmen wir uns die Schüssel. Die fetten wir auch ein. Dann kommt der Hefeteig da hinein. Decken das Ganze auch noch luftdicht ab. Und dann kommt die Besonderheit beim Hefeteig für Pizza, dass man ihn nicht an einen warmen Ort gehen lässt, sondern im Kühlschrank. Und keine Angst, wenn ihr mir nicht traut, macht es einfach mal nach und testet es. Beim ersten Mal ist der Hefeteig im Kühlschrank explodiert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er so aufgeht. Also der geht richtig gut auf, passt da auf. Den stelle ich jetzt für eine Stunde in den Kühlschrank und in der Zwischenzeit bereiten wir gleich schon mal den Belag für die Pizzen vor. In der Zwischenzeit habe ich hier schon mal ein bisschen was geschnippelt. Einmal Paprika in kleinen Stücken, dann habe ich hier jeweils Hähnchenbrust und Salami in Streifen geschnitten. Hier schon mal Käsegrieben, ein paar Pilze. Hier habe ich 200 Gramm Tomaten, also passierte Tomaten sind das. Dann habe ich hier 1 Teelöffel Salz, 1/4 Teelöffel Chilipulver, einen Esslöffel, also das ist jeweils ein Esslöffel, 1 Esslöffel Oregano, 1 Esslöffel Thymian und 1 Esslöffel Majoran. Wer Majoran nicht hat, kann darauf verzichten, aber auf die anderen zwei Gewürze würde ich nicht verzichten, denn die machen nämlich den ganzen Geschmack. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens auch noch hier meinen Pizzastein. Ein bisschen über Mehl, den kennt ihr ja schon, da habe ich ja schon mehrere Videos das Ganze erwähnt. Hier ist der Pizzateig, seht ihr, er ist richtig schön aufgegangen. Diese Kühlvariante macht man deswegen, weil der Hefeteig dann ein bisschen witziger schmeckt und das schmeckt natürlich immer ein bisschen besser, wenn man herzhafte Sachen macht. Dann machen wir das Ganze einfach platt. Ihr wisst, mit den Händen geht das Ganze viel besser, weil wir dann nicht die ganze Luft rauslassen.
es verschiedene Varianten. Wenn ihr keine Herzchenform da habt, könnt ihr entweder ein Herzchen formeln, ein Schablon oder drauflegen und ausschneiden oder überhaupt mit der Hand ausschneiden, je nachdem, wie künstlerisch begabt ihr seid. Ich werde das Ganze jetzt einfach, ich habe hier so eine größere, die größte Herzform, die ich habe genommen. Und dann gucken wir mal, ja. Kann man super ausstechen. Dann kann man das einfach nochmal so in Form platt drücken. Dann schauen wir auf das Backblech mal. Jetzt gebe ich die Gewürze, die ich gerade eben genannt habe, einfach in diese Tomatensauce. Dann verteilen wir die Tomatensauce hier drauf. Fertigen Herzchen wandern jetzt bei 200 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen. So ihr Lieben, die haben jetzt in etwa 15 Minuten bei mir gebacken. Am besten stellt ihr den Backofen erstmal auf 10 Minuten und guckt dann immer zwischendrin rein, wie es ausschaut, weil ja jeder Backofen anders ist. Aus dem Rezept sind jetzt 20 Herzen entstanden, wie ihr seht. Ich habe jetzt hier mal alle drauf und weil ich dann nicht mehr Lust hatte, weil hier nicht mehr so viele drauf gepasst haben, habe ich dann einfach hier so kleine Pizzabrote gemacht. Das ist jetzt natürlich ganz schön viel, 20 Herzen. Wenn ihr jetzt eine ganze Family seid, dann würde ich das wahrscheinlich so machen, damit jeder was davon hat. Wenn ihr aber nur zu zweit seid, würde ich das gleiche Rezept machen. Dann den Teig halbieren, die eine Hälfte einfrieren, da kann man immer noch mal was draus machen. Und die andere Hälfte dann benutzen, dann habt ihr in etwa ein Blech mit 10 Herzchen. Dann reicht das auch für den Abend. Wir probieren das jetzt immer. Seht ihr, die sehen wunderschön aus. Gib einmal dir, Schatzi. Wir haben jetzt übrigens ja zwei Varianten gemacht. Einmal die, wo wir den Käse direkt drüber gemacht haben und den Käse vorher drauf. Ich finde, bei diesen kleinen Herzchen sieht es sogar wirklich schöner aus, wenn der Käse drüber ist, oder? Ja. Ja. So, dann probieren wir mal. Eigenlos, oder? Vor allen Dingen finde ich die richtig, richtig praktisch zum Essen, ne? Sehr gut. Weil man die so in die Hand nehmen kann, ne? Also meine Lieben, das war Variante Nummer 1. Jetzt zeigen wir euch die ganz einfache Variante 2.